oder auf Facebook und Instagram. Heute wird uns präsentiert. Drei Autos schicken Sie uns ab. Lasst mal was hören für die drei. Rings von unten. Als Dritter dreht sich ein, bleibt aber auf der Strecke. Das immer ist. Der Böse Seder? Ja, das ist der Uwe, der Tim. Nein, du bist nur der Duo. Wir können sagen, mit dem Morbe. Sogar mal die Paarung Karosserie und Motor, das passt. Das ist nämlich ein M3-Motor, allerdings wiederum mit Kompressor. Schaut hier, dann ist er auch ganz mal. Sein. Was sie uns noch zeigen werden. Der nächste Kreis ist vor euch und wieder euch. Ja. Ich glaube, da muss der Gärtner morgen noch mal ein bisschen Gras haben einsehen. Egal, sieht man nicht. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Für die Einlage, das Ganze nochmal auf der anderen Seite der Gutierfähre. Freitags bei 24 Stunden Rennen. Links, mal zurück.
besser läuft. Ja, was man extrem gut hören kann. Bam, 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 bam! Ja, hast du ein guter Stück Pferd. Uwe macht sich da durch, ab zum nächsten Punkt. Und die beiden nochmal diesen. Und dann kommen die nächsten beiden für euch. Die nächsten drei für euch. Ach, der wunderbare Geruch. Schöne Veranstaltung, viele, viele tolle Leute. Oder auf Facebook und Instagram. TikTok, Huawei, Hardcore, Rudy Foxen. Auch ganz netter Begrenzzeit im RB26. Ganz deshalb begrenzt, genau. So, ab dem Moment, meine Damen und Herren, werden die... Genau, was kommt da noch runter? Aber solange noch welche runterkommen, haben wir Spaß, oder? Ja! Ja, also Nebel und Rinderbruch, das wollen wir ja eigentlich nicht so gerne sehen. Twin Busch Motorsport, danke Jungs! Schön, dass ihr dabei wart! Ja, dann und je! Ja. Aber um hier kurz fertig zu machen, in dem Fall ist Nebel in Ordnung. Ja, absolut. Markus. Wie sagt ihr, deine Mama wird stolz auf dich sein heute Abend? Ja, die müsst ihr doch hier sein. Danke, Mama. Hey, euch auch. Danke schön.
Ja, die zwei Freunde aus der Schweiz, das sind der Jan und der Roger. Ein Riesenapplaus für die beiden. Roger, zeig uns mal deinen Begrenzer. Aus der Schweiz zum Nürburgring. Der sieht nichts mehr in der Hütte.